Und start. Ihr könnt schon mal die Beine nach oben nehmen. Wir lockern erst unsere Gelenke. Das heißt, bringt die Beine nach oben und die Arme. So, wir legen den Kopf mit Länge ab. Und jetzt rollen wir hier durch die Handgelenke, durch die Fußgelenke und durch die Kiefergelenke. Soweit du brauchst, hier ein bisschen die Knie beugen, dass die Füße über den Hüften schweben. Dass sie hier nicht so im Rücken hängen, ne, sondern du kannst dich hier gut in die Hüfte beugen. Du kannst deine Hüften entspannen. Aktivier deine Beckenbodenmuskulatur. Und den Taillenbass. So, wir wechseln die Richtung. Lass die Bewegung durchrollen, durch die Beine, Gelenke der Beine. Durch die Arme, durch die Gelenke der Arme. Und wenn wir hier auch durchs Gesicht, durch die Kiefergelenke kreisen, durchs Gesicht. Lockern die Beine und die Arme einmal aus. Stellen die Füße auf, hüftschmal. Und falls du noch ein Mikrofon bei dir anhast, bitte schalte dich auf stumm, weil ich das auch aufnehme und auch für euch, dann hört ihr untereinander nicht so Störgeräusche. Ja? Füße hüftschmal. Roll dich Wirbel für Wirbel in diese Schulterbrücke hoch. Wir gehen durch die Wirbelsäule. Einmal hier tief einatmen. Und wieder abrollen, ausatmen. Atme durch den Mund aus. Hier tief einatmen durch die Nase. S-Kurve, Becken kippen, aufrollen, ausatmen durch den Mund. Tief einatmen und Wirbel für Wirbel ausatmen, abrollen. Mach das in deiner Atemlänge. Wirbel für Wirbel aufrollen, tief einatmen, spann nochmal den Beckenboden an. Wirbel für Wirbel abrollen, ausatmen. Lasst euch Zeit. Schließ mal deine Augen, sei ganz präsent in deiner Wirbelsäule und roll dich hier Wirbel für Wirbel auf und ab. So wirklich mit dieser Intention, jeden Wirbel jetzt durchzubewegen. Und deine ganze Wirbelsäule hier in so eine schöne durchgängige, gleichmäßige Bewegung zu bringen. Verbinde dich mit deinem Beckenboden und mit deinem Taillenband. Seid hier präsent und aktiv. Ziehst dein Taillenband zusammen. Richtig die Taille enger schnüren, über diese Anspannung.
Bauchnabel auch dann dabei, das ist die gleiche Richtung Lendenwirbelsäule. Und aber auch dieses Einziehen, Hochziehen des Beckenbodens, der Beckenbodenmuskeln. Gleichzeitig auch das Loslassen in den anderen Bereichen. Ja, lasst uns hier locker durchrollen. Streckt eure Finger auf, eure Fußzehen. Entspannt euch im Gesicht. Entspannt euch im Nacken. So, machen wir das noch zweimal. Und das nächste Mal, wenn wir oben sind, wir können die Fersen nochmal unter die Knie stellen. Bleiben wir einmal oben. Bauchnabel runterziehen, Mitte anspannen, Nacken lang, Arme jetzt nach vorne. Schiebt die Arme, klettert mit den Armen aus deinen Schultern und hebt das Brustbein hier, den Brustkorb. Hebt das Becken und das Brustbein. So, wenn du Platz hast, Finger zusammen, Handflächen zusammen, Arme aus den Schultern drücken. Durch die Nase atmen. Macht euch hier im Nacken lang. Ihr wechselt die Finger, versetzt deine Finger und drückt die Arme nochmals aus den Schultern. Lösen die Arme. Kannst sie nach hinten legen, Wirbel für Wirbel ausatmen, abrollen. Und dann ziehst du mal die Beine zu dir hoch, greifst die Füße, rollst dich bis zum Brustbein auf. Schultern Richtung Becken. Wir legen den Kopf mit Länge ab. Wir lassen die Oberschenkel, die Knie neben uns auf den Boden sinken. Öffne deine Oberschenkel so weit, wie du kannst. Lasse deine Fersen über deinen Knien und dann schaukelt euch hier bequem, sanft von Seite zu Seite und entspannen wir allmählich hier aus dem Becken jetzt. Beckenrückseite in die Hüften. In den Rücken auch, vor allem hier in den Rücken entspannen, Hüften entspannen, in die Oberschenkel entspannen. Tief durchatmen, lass die Schultern unten, lass den Hals lang und das Gesicht entspannt. Roll mal deinen Kopf vom linken zum rechten Ohr und zurück. Mobilisiert euch hier den Nacken. Und dann lasst nochmal den unteren Rücken und das Becken hier entspannen. Drehst deinen Kopf wieder gerade, Nacken lang, Schultern Richtung Becken. Atmet und entspannt hier den unteren Rücken,
ganze Beckenbereich, Rückseite hier, in die Hüften, in die Beine. Atmet nochmal tief ein und aus. Dann löst die Füße, bringst die Fußspitzen aneinander. Wir lassen die Knie hier direkt offen. Aktivier deinen Beckenboden. Aktivier dein Taillenband. Ihr könnt die Arme in die Oberschenkel legen oder seitlich. Und dann von hier aus grätscht deine Beine nach außen. Wir flexen die Füße. Ausatmen, pointe die Füße, bring die Fußspitzen zusammen Richtung Tailbone. Und wieder einatmen, Beine grätschen. Ausatmen, Knie beugen. Und so weiter. Wir öffnen nochmal aus dem Becken. Jetzt aus der Innenseite des Beckens. Auch in die Hüften und in die Innenseiten durch die Beine, durch den Unterkörper und gleichzeitig hältst du hier diesen Unterkörper in deiner Bauchspanne. Also aktivier den Beckenboden und das Taillenband. Schließ die Rippen, verbinde die oberen Bauchmuskeln auch mit den unteren, ziehst du die runter. Nacken bleibt lang. Spürt in euer Becken, spürt in eure Hüften. Spürt in diesen Unterkörper und dehnen wir uns hier auf. Mobilisieren wir diese Gelenke hier, aber gleichzeitig kommt hier unsere Körpermitte zum Einsatz. Je mehr Körpermitte du hier aufbaust oder auch in diese Mitte gehen kannst, sagen wir es mal so rum, desto besser kriegen wir hier den Körper auch wieder in dieser Innenseite geöffnet. In dem Moment, wo du das Taillenband zusammenziehst, das, was du überziehst, was dann quasi nach außen frei wird, verlängerst du in die Beine. Ja, versuch mal aktiv auch deine rechte und linke Beckenhälfte hier auseinanderzuschieben. Also ab der Körpermitte schon in die Dehnung gehen. Bauchnabel tief runterziehen. Atme hier wieder durch den Mund aus. Und durch die Nase ein. Noch viermal. Bleiben wir mal in der Grätsche, flex die Füße, pointe die Füße. Flex, einatmen, point, ausatmen. Bleibt in euren Bauchmuskeln, in eurem Beckenboden verbunden.
Entspannt euch im Gesicht. Schambein hier, den Tailbone meine ich, der dreht Richtung Nase ein bisschen. Ja, der zeigt ein bisschen hochwärts. Dass die Lendenwirbel sich hier erden können und dass du gut in deiner Mitte bist. Noch zwei davon. Flex. Ausatmen. Point. Letztes Mal. Flex. Ausatmen. Point. Schüttel die Beine in der Grätsche erstmal auf. Dass du das Gesäß ausschüttelst auch. Oberschenkel. Unterschenkel. Erstmal so richtig durchschütteln. So gefühlt aus dem Gesäß raus. In die Beine schütteln. Bleibt in der Bauchspannung. So, beugt die Beine, stell die Beine ab, schüttel die Beine richtig aus. Jetzt hebst du ein bisschen den Hintern an, schüttelt den Hintern aus. Lassen die Fußsohlen einmal zusammen. Fußsohlen liegen zusammen und ruckel mit dem Becken etwas dichter Richtung Fersen. So, wir bleiben einmal hier in diesem Schmetterling. Legt den Kopf mit Länge ab, breitet euch aus. Locker mal die Lippen aus. Wir schließen die Beine, erden den unteren Rücken, drehen den Tailbone Richtung Nase. Einatmen, öffnen die Beine, drehen den Tailbone in den Boden. Ausatmen, Tailbone Richtung Nase, Beine schließen. Einatmen, Tailbone Richtung Boden, Beine öffnen. Also Katze, unterer Rücken, geht in die Bauchspannung. Einatmen, unterer Rücken, S-Kurve, Q. Und dabei in die Bauchspannung gehen. Wir mobilisieren hier unteren Rücken und das Becken und die Hüften. Indem wir jetzt mal diesen Unterkörper, diesen Schmetterling öffnen und ausatmen. Katze, kannst die Arme dazu nehmen. Einatmen, ausatmen, kannst die Arme in diesem Kreis, Schultern Richtung Becken. Also klettert auch mit den Armen hier, zieht euch die aus den Schultern. Kennt ihr vom Pilates, wenn wir auf der Rolle liegen, dieses Arme hier aus den Schultern schieben in diesen Kreis und weit öffnen. So, wir bleiben in der Bauchspannung. Stell dir trotzdem vor, du liegst auf dieser Rolle. Wir würden diese Übung, was wir jetzt mit den Beinen ja gar nicht machen könnten. Ne? Es geht mir um die Mittellinie, dass du dir mal so eine Mittelachse vorstellst. Kannst dir auch vorstellen, du liegst auf einem schmalen Strich. Oder auf einem Seil, dass du so ganz in die Mitte zentrierst, aber gleichzeitig doch in diese, aus der Mitte rausklappst, hier in diese Öffnung gehst und wieder schließt. Nacken lang, Gesicht entspannt, Mitte aktiv, Bauchnabel runterziehen. Vor allem so konzentrieren wir uns mal ins Taillenband, dass wir das Taillenband so richtig zusammenschnüren. Noch
4 davon lockert nochmal. Unterer Rücken, Hüften. Dann bleibst du einmal in diesem Schmetterling liegen. Hebst das Becken an. Ziehst nochmal den Beckenboden einwärts. Und schüttelst deinen Tailbone aus. Und den unteren Rücken. Also Po anheben in diesem Schmetterling. Drück nochmal die Knie auseinander. Und schieb das Becken quasi maximal über die Hüften. Also bring mir das Becken in die Streckung. Gleichzeitig öffnen wir aber hier die Innenseite. Aktiviert die Mitte, aktiviert den Beckenboden. Drehst quasi den Tailbone wieder Richtung Nase. Klettert mit den Oberschenkeln aus den Hüften. Entspannt die Wirbelsäule. Und dann langsam wieder abrollen. So, bleiben jetzt noch einen Moment in der normalen Schmetterlingspose. Ihr könnt die Arme auch jetzt mal hinter euch legen. Zieht eure Schulterblätter Richtung Po. Schieb dich nochmal runter an die Fersen, dass du ein bisschen Platz hast. Und dann streck dich durch deine Wirbelsäule hier aus dem Becken raus in die Fingerspitze. Heb deine Arme hier so einen Zentimeter an oder zwei und roll wieder durch die Handgelenke. Lass die Bewegung durch die Arme durchrollen bis in die Schultern. Reck und streck dich hier. Und entspannen wir noch 5 Atemzüge hier in diesem Schmetterling. Fühle deinen Atem. So, dann bring erst deine Arme nach oben. Lockert hier eure Arme aus, wie ihr nochmal einfach intuitiv fühlt. Handgelenke, Ellbogen, Nacken geht in die Länge. Und dann langsam die Beine schließen. Schüttelt die Beine aus, aktiviert wieder die Mitte. Wir ziehen die Beine nach oben. Roll dich mal bis zum Brustbein auf. Streck dich hier, schüttel die Beine aus, flex, point deine Füße. Legen die Arme seitlich an, pointen die Füße, heben etwas den Po an, also wieder, dass der Tailbone ein Ticken oben ist, gehen deine Taille. Taillenband und Beckenboden. Und jetzt kreuzen wir die Beine abwechselnd voreinander. Bewegt aber bitte auch eure Po, eure Beckenhälften. Gleichmäßig tief ein- und ausatmen. Wir mobilisieren das Becken, die Hüften. Und jetzt öffnen wir und mobilisieren hier vor allem aus den Außenseiten raus. Wir waren zuerst in den Rückseiten unterer Rücken,
Rückseitenbecken und Beine, dann Innenseiten, jetzt außen. Außenseiten. Bleibt lang im Nacken und entspannt euer Gesicht. Wir beugen die Beine, rollen uns klein und rund zusammen. Aktiviere deine Mitte, roll dich so maximal rund. Und dann strecken wir nochmal das linke Bein nach oben. Wir lassen das rechte Bein langsam runter. Bleib in deinem Core. Ja? Wir bringen das linke Bein auf die rechte Seite. Ihr könnt es auch anwinkeln. Ja? Lass das ruhig mal angewinkelt, das linke Bein. Streck das rechte Bein aus und leg es mit Länge so ein bisschen zurück ab. Wir legen den Kopf ab und nehmen den linken Arm hier über die Seite zurück. So, wir setzen einfach mal die Fußspitze auf und rollen hier durch den linken Arm so eine 180-Grad-Bewegung rückwärts. Dabei rollst du mal mit deinem Gesicht von Ohr zu Ohr. Also aufdrehen und wieder nach vorne drehen. Einatmen, aufdrehen. Ausatmen, vorne. Ganze linke Flügel hier oben, Oberkörper mobilisieren. Dann lässt du das offen und jetzt hebst du nochmal das linke Fußspitze an. Ziehst deinen Bauchnabel zurück, streckst diesen linkes Bein, flexst den Fuß, beugst das linke Bein, pointest den Fuß. Das rechte Bein lässt du lang. Einatmen, flex, ausatmen, point, aktive Mitte. So, du kannst dein Gesicht Richtung Decke drehen. Achte mal auf deine Schultern. Und eben auf deinen Core, ja? So die Hüften hier, die Beine, das Becken, den unteren Rücken, aus diesen Außenseiten öffnen. Bis in die Fußspitzen. So, das ist opposite zu dieser Krätschübung, wo wir auch aus dem Core gehalten haben. Ihr erinnert euch, haben die Beine so nach außen gekrätscht. Das ist die Opposite-Übung dazu aus den Außenseiten. Halte aus dem Core, starke Teile jetzt. Letztes Mal, wir bringen das Bein in die Streckung, lassen es so weit wir können sinken. Ihr könnt euch da eine Decke, einen Block, irgendwas auch drunter stellen. Hebt den Kopf nochmal an und legt ihn mit Länge jetzt über links ab. Ihr könnt Richtung Decke schauen und von da aus weiter drehen über links. Wir lassen das linke Bein so weit wir kommen sinken. Atme durch den Twist durch, bleib in deiner Core-Spannung hier. Aber entspanne durch den Twist. Und entspannt auch aus dem Becken raus, in die Beine.
Flex pointe dein rechter, deinen linken Fuß. Atmet hier nochmal tief ein und aus. Durch den Twist durchatmen. Zwischendurch kann das auch mal so eine Entspannung durch die Wirbelsäule wie so einen Ruck geben, wenn sich da zwei Wirbel deblockieren. Ne? Das kann in solchen Twists sehr gut passieren. Streckt euch in alle Himmelsrichtungen aus. Auch nochmal im Oberkörper, dieses Über-Links-Drehen. Atmet wieder tief ein und kommt mit dem Ausatmen zurück. Beugt dein linkes Bein, roll dich zurück, stell den Fuß auf und den rechten auf. Dann schüttelt ihr die Oberschenkel aus und das Becken. Also richtig durchschütteln. Bringst deine Füße nochmal nach oben. Hebst so ein Ticken dein Tailbone an und kommst nochmal in dieses Beinekreuz. Leg die Arme seitlich ab, gleichmäßig ein- und ausatmen. Nacken lang, Gesicht entspannen. So. Wir lassen jetzt das linke Bein langsam sinken. Bleib in deinem Chor und bring das rechte Bein auf die linke Seite. Wir winkeln es erstmal an, stellen die rechte Fußspitze auf und kreisen jetzt durch den rechten Arm rückwärts 180 Grad. Nimm deinen Kopf mit Richtung rechtes Ohr, wenn du aufdrehst. Und zum linken Ohr, wenn du zurückdrehst. Erstmal hier diese ganze Oberkörper, diesen rechten Flügel mobilisieren. Rechte Schulter. Klettert mit dem Arm aus der Schulter raus. So, wir lassen jetzt den Arm aufgedreht, strecken uns in die linke Fußspitze und jetzt streck dein rechtes Bein. Einatmen, flex den Fuß. Ausatmen, beug das Bein, pointe den Fuß. Aktiviere deine Core-Spannung, geh in die Taille. Dreh deinen Kopf Richtung Decke dein Gesicht. Wir schieben beide Beine aktiv aus dem Becken. Wie gesagt, bleibt in der Taille aktiv und mobilisieren wir hier aus dem Becken raus in diese Außenseite.
Aber auch diese Bewegung hier. Becken, Hüfte, Knie, Fußgelenk. Lässt sich hier sehr gut, mobilisieren. Die letzten zwei. Und dann lassen wir das Bein lang. Sinke in diesen Twist. Heb den Kopf nochmal an. Leg den mit Länge ab, über rechts gedreht. Könnt auch weiter in Richtung Decke schauen oder eben über rechts. Und jetzt Flex Point. Nochmal den rechten Fuß. Wir lassen den Fuß in einer bequemen Streckstellung und halten hier noch 5 tiefe Atemzüge diesen Twist. Atmet nochmal tief ein und aus. Und dann beuge dein rechtes Bein. Komm zurück, stell den rechten Fuß auf. Diese Twists müssen wir mal ein bisschen länger halten. Die sind so effektiv für die Körperbeweglichkeit und für diese ganze Proportion auch in deinem Körper, dass man die einfach ganz lange genug halten kann. Schüttel deine Oberschenkel aus, so eine super Sache hier für deinen ganzen inneren Organ auf Bau und Stretch und Massage. Schüttel die Oberschenkel aus, schüttel den Hintern aus. Und dann schüttelst du nochmal hier die Beine so richtig aus. So richtig so Hintern leicht anheben dabei, dass es bis in den Hintern schütteln kann. Und auch bis in den Rücken. Ihr könnt auch mal den Oberkörper bis zum Brustbein anheben, den Kopf. So richtig durchschütteln. Gesicht auflockern. Wir rollen uns mit ein bisschen Schwung jetzt nach oben in den Vierfußstand. Fächern die Finger weit auf. Und strecken uns einmal hoch in den herabschauenden Hund. Hände, Schulterblatt. Locker deinen Nacken aus. Strecken wir die Arme. Drückt euch aus den Schultern raus. Locker den Nacken. Soweit du kannst, strecken wir auch wieder aus den Beinen raus. Setz die Füße hüftschmal. Ihr könnt hier nochmal abwechseln. Eine Ferse heben. Eine Ferse wieder runterschieben.
bleibt in euren Bauchmuskeln verbunden. Mit euren Bauchmuskeln bleibt ihr verbunden. So, wir können jetzt auch nochmal beide Fersen hochziehen. Knickt dabei ein bisschen mal die Knie. So, hier so schön über die Fußsohlen mobilisierst. Und dann ausatmen, absenken. Bleibt im Core. Drückt euch aus den Schultern. Aktive Arme bitte. So, wir kommen hier aus dieser herabschauenden Hund in den Unterarmstand, ganz easy. Nimm mal deine Finger Richtung Knie jetzt. Einatmen, Wirbelsäule lang. Ausatmen, Wirbelsäule Katze. Drückt euch aus den Schultern raus. Und wir dehnen hier diese Innenseiten der Arme auf. Und aber auch öffnet sich die Schulter dabei und dieser Nackenbereich. Mobilisieren wir hier auch Becken, Wirbelsäule. Soweit es geht, drückt dich hier raus, verlängert euch in die Arme quasi. Also schiebt euch so weit wie möglich aus den Armen raus. Wir halten mal kurz hier in dieser Katze an, schüttel deinen Nacken aus, drück dich nochmal aus den Schultern und dann lösen wir langsam die Arme. Ja? Komm auf deine Unterarme. Von hier aus kommen wir in die Bauchlage, in die Sphinx. Lockere als erstes hier das Becken aus. Beckenvorderseite. Hüftvorderseite. Schieb dein Tailbone in den Boden. So, locker den Tailbone aus, unterer Rücken. Dreh dein Tailbone möglichst in den Boden. Und jetzt streck dich aus der Taille in die Fußspitzen. Und richte dich auf in diese Kobra, in diese Sphinx. Ihr könnt die Hände mal ablegen. Ellbogen unter die Schulterblätter. Aktiver Beckenboden. Einatmen. Beugt das rechte Bein. Ausatmen, strecken. Linke Bein im Wechsel. Ausatmen, lang. So, dass wir jetzt in diese Vorderseite gehen. Das ist eigentlich das, was wir eben auch gemacht haben, in den Innenseiten und Außenseiten, immer beugen, strecken. Jetzt sind wir eben in dieser Vorderseite, beugst das Bein und einatmen, strecken. Entschuldigung, einatmen, hier machen wir das nicht andersrum, beugen, ausatmen, strecken. So ganz aktiver Beckenboden. Drückt euch aus den Schultern raus, öffnet den Brustkorb, entspannt hier diesen Nackenbereich. Setzt die Ellbogen so auf, dass du dich ideal aus der Schulter hier raushalten kannst und in so eine ganz stolze Körperhaltung kannst. Und wir mobilisieren hier auch die Knie.
dass sich so dieses Vorderseitenband zieht sich über die Knie in die Fußspitzen. Ne, so die Knie sind oft eine Blockade. Ne, weil das da nicht durchschiebt, sind wie so Schleusen. So, dann haben wir das Becken quasi aus allen Seiten in die Beine mobilisiert und auch aus allen Seiten die Körperspannung gehalten. Entspanne den Rücken hier. Entspanne die Wirbelsäule. So, lange Beine jetzt, atme nochmal tief ein und mit Ausatmen mit Länge nach unten abrollen. Lockert den Rücken aus, ihr könnt hier auch mal so durch die Unterschenkel schlenkern, einmal durchkreisen, Hüften lockern dabei auch. Wir heben die Beine an, aktiviere deinen Core, dreh den Tailbone in die Erde, heb den Kopf mit an. Ihr müsst gar nicht weit anheben, die Beine. Ja? Es geht um die Körperspannung, streck dich aus der Taille in die Fußspitzen, heb die Arme auch dazu an, Schultern Richtung Po. Aktiviere deinen Beckenboden, tief durchatmen, breite dich aus. Könnt mal durch die Füße flexen und pointen und dabei die Fußgelenke drehen. Das gleiche durch die Handgelenke. Haltet euch über die Körperspannung Mitte. Zwischen Schambein und Bauchnabel halten. Wechselt mal die Drehrichtung. Einatmen hier. Ausatmen, lösen. Kurz entspannen. Schüttelt den unteren Rücken aus. Und dann beugt deine Beine. Lockert nochmal den unteren Rücken. Greif deine Füße oder komm nochmal in die gleiche Übung, die wir gerade davor hatten. In diese Shalavasana-Heuschrecke. So, wenn ihr an die Füße kommt, greift die Füße. Aktiviert den Beckenboden. Auch hier hebt die Beine an. Es muss nicht viel sein. Es geht erstmal um dieses Hüftestrecken und Becken entspannen. Wirbelsäule entspannen und aktive Chormuskeln. Und dann wirklich hier in diese Hüften strecken. Atmet euch in diesen Kreis. Entspannt die Schultern, die Wirbelsäule. Streckt die Hüften. As much as possible. Tief durchatmen. Ausatmen, langsam lösen. Setz die Hände auf, neben das Brustbein. Komm entweder in die Cobra oder von da aus schiebt euch einmal hoch in den heraufschauenden Hund.
Setz die Hände so, dass du dich hier optimal auf deinen Handgelenken schieben kannst. Könnt ihr leicht auswärts drehen und dann kannst du auch die Knie liegen lassen. Ne? Nochmal diese Beckenstreckung, Wirbelsäule entspannen dabei, schüttel deinen unteren Rücken gut aus. Locker dein Gesicht. Aktiv die Arme strecken und wenn du magst, kannst du hier deine Beine auch mit ausstrecken und dann heben sich die Knie an. Also wenn diese Streckung auch schon möglich ist, weil es erfordert eben diese Streckung aus der Taille in die Fußspitzen. Und da brauchst du schon eine gewisse Länge, dass wir hier im Becken quasi loslassen können, dass das nicht im Rücken blockiert. Also wenn diese Länge da ist, heb die Beine an, streck sie aus. Wenn sie noch nicht da ist, lass die Knie noch gebeugt. Lösen. Roll dich erstmal nach oben zurück. Bleib mit dem Gesäß über deinen Knien. Schüttel den Tailbone aus. Und dann schiebst du deine Arme mal so breit wie die Matte. Leg entweder die Stirn ab, streckt euch nochmal durch die Wirbelsäule. Oder wenn du schon mehr Platz hast, dreh das Gesicht Richtung Hände. Lass deinen Brustkorb sinken Richtung Boden. Und dann setz entweder das Brustbein auf oder die Kinnspitze sanft ablegen. Hier strecken wir hier in die Schultern rein. Und beugen die Hüfte. Zieh dein Tailbone aktiv Richtung Decke. Und lass gleichzeitig das Brustbein Richtung Boden fallen. Beobachte deinen Atem. Und komm aus dieser Übung jetzt in deiner Technik in die Bauchlage. Ihr könnt euch aus der Übung raus in den Bauchlage schieben. Das ist eine ganz gute Übung auch. Und dann einmal noch hier die Handflächen zusammen, hinter dem Rücken legen, drück die Arme aktiv aus deinen Schultern, streck die Arme, setz die Kinnspitze auf, streck die Beine, aktiviere deinen Core. Und dann kannst du hier nochmal den Tailbone in den Boden drehen, den Oberkörper und die Beine anheben und dich hier 5 Atemzüge halten. Schieb dich auseinander. Kommt in die Länge. Halte dich aus der Mitte. Lösen. Letztes Mal. Versetz die Finger. Gleiche Übung. Einmal die Finger versetzen. Streck als erstes die Arme. Spann deine Mitte an. Und dann heb dich hier auch nochmal raus. Und ausatmen, lösen, lockert euch in der Bauchlage aus.
Locker das Becken, unteren Rücken. Und dann schiebst du dich ein letztes Mal über den Vierfußstand. Haben heute nur zweimal den herabschauenden Hund gemacht. Das ist jetzt der zweite. Einmal noch in den herabschauenden Hund. Streckt eure Arme, Füße hüftschmal, Hände schulterbreit. Locker deinen Nacken aus. Drück dich aus den Schultern raus. Einmal nochmal so richtig durchstrecken. Von Kopf zu dem Becken hoch. Streckt euch durch eure Arme mit aus. Streckt die Finger. Streckt die Ellbogen. Drückt die Arme lang. Aktiviert die Mitte. Und streckt euch auch durch die Beine. Dann kommst du auf die Unterschenkel in die Child's Pose. Ihr könnt die Hände hier vorne lassen oder neben die Füße legen. So richtig in den ganzen Körper entspannen, führt euren Atem. Gib alles ab. Fühl dich frei, hier nochmal so von rechts nach links zu schaukeln. Atmet noch zwei tiefe Atemzüge hier. Und dann rollst du dich langsam zum Sitzen nach oben. Ihr kommt aus diesem Sitzen direkt wieder in die Rückenlage, schiebt euch erstmal nach vorne, rollt euch langsam ab. Ja? Hier kannst du nochmal deine Knie zu dir ranziehen, beweg dich über den Rücken, mach was du möchtest, was du brauchst. Locker dich aus, zieh dich nochmal rund zusammen. Wie gesagt, ne, spürt dann nochmal bei euch rein, was vielleicht gut ist, wenn du nochmal kurz in die Happy Baby Pose gehst, nach diesen vielen Hüftstreckungen, dass wir hier nochmal richtig gut den unteren Rücken in die Entspannung und in die Dehnung auch bringen. Dehnt nochmal den unteren Rücken auf. Das ist wie so eine, als würden wir uns in die gegrätschte Hocke setzen. Das ist immer gut für den Rücken. Soweit du kannst, lässt du hier deine Knie neben dich auf den Boden sinken. Öffne die Beine ruhig. Na, weit die Beine öffnen. Schaukel dich sanft von rechts nach links. Entspannt euch im Nacken, im Gesicht. Lockert euch hier auch nochmal aus, ganz bewusst, Schultern, Kopf, Wirbelsäule, Hüften, Beine, Knie, Füße. So, langsam jetzt die Unterschenkel, die Füße nach unten bringen, stellt die Füße ab. Schüttelt euch ein letztes Mal aus. Und dann legst du dich zum Entspannen in die Rückenlage. Wenn euch das schwerfällt, hier den Rücken zu entspannen, legt euch unter die Waden ein Kissen,
dass er quasi so ein bisschen Beinhocheffekt schafft. Ansonsten nochmal, rollst du dich hier übers Kreuzbein zur rechten, linken Hüfte. Das schaukelt hier den Beckenbereich gut aus, dass du loslassen kannst. Ja? Auch oben aus dem Nacken in die Schultern, in den Kopf, leg den Kopf mit Länge ab und dann gib alles ab hier, gib erstmal die Körperspannung komplett ab an die Erde. Entspanne dich im Gesicht. Schließ die Augen, die sind entspannt. Entspanne deine Stirn. Von der Stirnmitte Richtung Schläfen. Entspanne deine Augen. Entspanne die auch Richtung Schläfen. Entspanne deine Nase Richtung Wangen, Richtung Schläfen. Von der Nasenspitze aus entspannst du Richtung Wangen, Richtung Ohren, Richtung Scheitelpunkt. Also Nasenspitze, Wangen, Ohren, Scheitelpunkt. Zieh mal da eine Linie und entspanne dich da drin. Von den Augen entspannst du dich Richtung Schläfen, Richtung Scheitelpunkt. Stirnmitte, Schläfen, Scheitelpunkt. Augen, Schläfen, Scheitelpunkt. Nasenspitze, Wangen, Ohren, Scheitelpunkt. So, von deinem Gesicht aus, Lippen. So, aus der Mundmitte. Über die Wangen, Richtung Ohren, zum Scheitelpunkt entspannen. Also Lippen, Mitte, Wangen, Ohren, Scheitelpunkt. Entspannt eure Kiefergelenke. Entspann dich von da aus. In die Halswirbelsäule. In die Schultern. Entspanne deine Schultern. Entspanne deine Brustwirbelsäule. Und deine Halswirbelsäule. Und deinen Kopf. Entspanne deine Lendenwirbelsäule. Entspanne deine Hüften. Entspanne das ganze Becken.
Und von da aus wieder in die Lendenwirbelsäule entspannen. In die Brustwirbelsäule. In die Schultern. In die Halswirbelsäule und in den Kopf. Entspanne deine Arme bis in die Fingerspitzen. Entspanne deine Schultern. Deine Halswirbelsäule und dein Kopf. Entspanne deine Beine aus dem Gesäß raus in die Fußspitze. Entspanne deine Hüften. Entspanne in deine Lendenwirbelsäule. In deine Brustwirbelsäule. In deine Halswirbelsäule. In deinen Kopf. Langsam zurück. Leg deine Fußzehen, deine Finger. Atmet etwas tiefer und streckt euch langsam aus. Reck und streck dich. Stell die Füße auf und zieh dich hier nochmal rund zusammen. Kommt mit so ein bisschen Schwung oder über die Seite zum Sitzen. Und richte dich auf. Leg deine Hände vor dein Herz
atmet hier zwei volle Atemzüge. Und dann bedank dich einmal bei dir selbst, verneig dich einmal, neig dich nach vorne, Namaste. So in dieser Verbindung zu dir und auch zur Erde. Und zu allem quasi Lebewesen hier auf diesem Planeten. Ich bedanke mich bei euch. Namaste. Ich stelle jetzt mal die Aufzeichnung auf Stopp.